So, da sind wir wieder. Kann es weitergehen. Also wir spielen Fay. Es ist eine Rückblende. Und wir sind jetzt gerade angekommen, ne? Ich wollte Sanchez sagen. Wie heißt der? Vergessen, wie er hieß. Salvador. Ne? Mit Salvador gerade angekommen. Irgendwo. Wahrscheinlich in Oggis Helikopter, wie es aussieht. Mal Ein schauen. antikes Gefäß, nur in neu. Ja, dann ist es da aber nicht antik, oder? Tasse. Etwas Kaffee, bitte. Und rein damit. Die Brühe ist noch heiß. Schön. Dann sauf sie doch. Bis zum Rand gefüllt mit dieser heißen braunen Flüssigkeit. Na gut, dann sauf sie halt nicht. Was haben wir denn im Inventar? Wir haben unser Zeitfunkgerät. Das Kraftwerkvideo. Was natürlich auch interessant ist, ne? Weil der Kraftwerkvorfall, der passiert ja erst in einer Woche. Ne? Also die Konferenz ist eine Woche vor dem Kraftwerkunfall. Wenn wir jetzt auf der Konferenz das Kraftwerkvideo vorspielen und die Leute uns glauben, dass es real ist, dann könnte man das ganze Kraftwerkdilemma schon mal vermeiden. Und dann eventuell darauf hinweisen, ey, diese Alge, die kann viel besser Energie machen als das scheiß Kraftwerk. Das könnte klappen. Wow, eine primitive Funkanlage. Die Menschen in der Vergangenheit haben es sich wirklich nicht leicht gemacht. Ich bin jetzt einfach hier angekommen und der hat sich hingesetzt und guckt sich alles an. Nein, Wo ist danke. Oggi? Mein Funkgerät ist viel intuitiver. Steckt Oggi im Schrank oder sowas? Die Menschen in der Vergangenheit haben es sich wirklich nicht leicht gemacht. Nee. Dafür, dass wir Delvin zurücklassen mussten, ist Salvador erstaunlich ruhig. Aber ich denke mal, er will mir nur nicht zeigen, was wirklich in ihm vorgeht. Darf ich dich kurz stören? Was ist denn? Ja, also dass der Delvin jetzt dort festhängt, ist scheiße. Aber solange sie Verbindung mit dem haben, mit dem Zeitfunkgerät, eigentlich auch ganz praktisch, weil ne, sie können es wirklich benutzen, um den Leuten zu zeigen, wie es dort aussieht. Das haben sie schlau gemacht. Ich muss dauernd an Delvin denken. Ich wollte nicht, dass so etwas passiert. Delvin hat getan, was getan werden musste. Er wusste, dass die Mission wichtiger ist als jeder einzelne von uns. Das solltest du dir auch merken. Ja, was machen wir denn Was jetzt? sollen wir jetzt machen? Wir? Du hast uns doch hierher gebracht. Also, sieh zu, dass du auf die Konferenz kommst und sie davon überzeugst, das Kraftwerk abzuschalten. Okay. Also machen wir das wirklich? Gut. Freut mich. Da draußen sind eine Menge Menschen. Dann solltest du versuchen, Kontakt mit ihnen aufzunehmen. Vielleicht können sie uns noch nützlich sein. Kontakt aufnehmen. Okay. E.T. nach Haus telefonieren. Ich gehe mal besser wieder an die Arbeit. Tu das. Aber halt mich auf dem Laufenden, ja? Okay. Lesegeräte, Schublade. Diese ganze Ecke wirkt wie ein kleiner Schrein. Wie konnten die Menschen von ihren Medien nur so besessen sein? Naja, also du bist hier im Helikopter von einem Reporter. Lea. Lea. Ah, eine Schere. Die nehme ich mal mit. Okay, und hier? Lea. Ah. Das ist die Tür, okay. Und der Türöffner. Zeitkapsel. Wo ist Oggi? Soweit sie uns auch gebracht hat, hier ist wohl Endstation. Digga, wo ist Wir Oggi? haben leider keine Energie mehr für einen weiteren Zeitsprung. Einmal benutzt und schon weggeworfen. Schrecklich. Was? Ist doch nicht weggeworfen. Das ist in der Spüle. Alter, hast du in deinem Leben noch nie Geschirr gespült, Frau? Ja, überhaupt nicht überlebensfähig. Die kann nicht kochen, die kann nicht spülen. Wie will denn die klarkommen? Ich sag jetzt hier nicht, Frau, du gehörst in die Küche. Ich koche für mein Leben gern. Ich meine, die Frau ist überhaupt nicht überlebensfähig.
Kann nur irgendwelche Lebensmittel-Ersatzpillen fressen. Und sonst nichts weiter. Oh Gott. Kenn ich alles nicht, aber die Dose ganz links sieht interessant aus. Ganz links? Büchse? Zulu Fire Gewürzmischung. Sieht schon gefährlich aus. Schön scharf. Ich esse gern scharf. Nom 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 nom. Was haben wir denn da? Gewürzmischung. Zulu Fire Gewürzmischung. Zulu. Zulu Fire Gewürzmischung. Würde ich gerne mal probieren. Ganz ehrlich. Auf jeden Fall. Und sitz, komm, setz dich doch mal hin. Lieber nicht. Sobald ich zur Ruhe komme, fange ich nur an zu grübeln. Ah, faules Stück. Nee. Sie will sich nicht hinsetzen, ist das Gegenteil von faul. Koje. Eigentlich könnte ich wirklich mal wieder Schlaf vertragen, aber ich darf die Mission nicht noch weiter gefährden. Ich komme überhaupt nicht damit klar, wie gigantisch dieser Heli ist. Gehört der Helikopter dem Oggi? Und wir befinden uns hier irgendwo in den 70ern oder 60ern oder sowas, oder? Bin mir nicht ganz sicher, welches Jahr wir hier schreiben. Aber so ein Riesenheli mit Schlafbereich, Wohnbereich, Kochbereich, Videobearbeitungsbereich und dann hinten sogar noch Platz für eine Zeitmaschine drin. So ein gigantisches Monstrum für einen Privatnutzer. Also gut, ja, ist irgendwie... irgendwie Reporter, aber ich kann mir nicht vorstellen, weil dass der Heli jetzt einer News Organization gehört, sondern erst, dass er eher so ein eigenständiger Reporter ist. Na, wie nennt man das? Eigenständig halt, ne? Freiberuflich? Ne, wie nennt man das? Ist ja Wumpe. Kann der sich das leisten, so ein Ding zu haben? So etwas Seltsames habe ich noch nie gesehen. Ich lasse es besser so stehen, nicht, dass ich in einer Sekunde zerstöre, wofür ein anderer Jahre gebraucht hat. Also wenn jetzt dieser Helikopter, sagen wir mal, irgendeiner News Organization gehören würde, dann wäre ja auch überall Werbung von denen und irgendwelche Anweisungen und so Regeln und so Scheiß abgelistet. Das sieht halt wirklich aus wie ein Privatding. Völlig unklar. Besetzt. Ach, da ist er. Da ist er ja, der Oggi. Hallo? Ist da jemand? La 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 la. Ich kann euch nicht hören. Ich kann euch nicht hören. Zurück in eure Dimension, ihr Dämon. Ich warne euch, ich bin von der Presse. Ich kann sagen, was ich will, aber so wird er mir nicht zuhören. Okay. Der hat uns natürlich auftauchen sehen. Einfach so, random in seinem Heli. Und ist jetzt natürlich erstmal ein bisschen schockiert. Sieht auf den ersten Blick fast echt aus. Gruselig. Gut, dann verlassen wir mal den Helikopter und gucken uns mal draußen die Menschenmenge an. Es wurde gesagt, hier sind viele Leute. Ich gehe mal davon aus, wir sind wahrscheinlich direkt schon auf dem Gelände der Konferenz. Das wäre noch möglich, oder? Auf dem großen leuchtenden Feld steht Öffnen. Nein, machen wir nicht. Sieht aus wie eine Treppe. Ah, das ist ja cool. Es wird gleich zu einer Treppe. Treppe. Um. Schützt unsere Umwelt, bevor es zu spät ist! Schützt unsere Umwelt, bevor es zu spät ist! Ja, ihr habt recht, wenn nicht... Kein Strom durch Atom! Kein Strom durch Atom! Kein Strom durch Atom! Wir müssen Indes Kraftwerk sofort abschalten, sonst... Sonst was? Das habt ihr doch nicht zu entscheiden. Die hier was zu sagen haben, sind da drinnen auf der Konferenz. Und selbst die hören doch nur auf das, was dieser Experte sagt, dieser Dr. Braun. Braun? Der ist doch auch nur eine Marionette der Industrie. Pff, immer diese Verschwörungstheorien. Schon besser eure Stimme und zieht Leine. Das wirkt alles irgendwie so schlecht. So richtig schlecht geschauspielert. Also von außen sieht der Heli gar nicht so groß aus. Aber ganz ehrlich, da war eine Koje in der Länge. Ne? Also das heißt, zwischen Cockpit und Ausgang war eine Koje in Menschenlänge und dann noch mal eine Sitzecke locker in Menschenlänge, weil die hat doch dort drauf gesessen und irgendwas gelesen, ne? Und die hätte sich da locker noch mal hinlegen können. Und dann war noch mal ein Videobearbeitungsraum
Und dann kam erst die Tür. Das heißt, zwischen dieser Tür und diesem Cockpit befinden sich mindestens 2 oder 3 Menschenlängen ausgebreitet auf dem Boden. Das kann doch gar nicht sein. Ist das Ding tatsächlich von innen größer als von außen? Oder haben die sich ein bisschen hier künstlerische Freiheit gegönnt bei dem Design? Das macht mich gerade irgendwie ein bisschen kirre. Wie kann man nur so dumm sein? Das sieht man doch auf den ersten Blick, dass das nicht gut sein kann. Ja, also, dass dieser Qualm scheiße ist, das ist klar. Aber die Leute brauchen ihren scheiß Strom. So viele Menschen auf einmal habe ich noch nie gesehen. Hallo, die Erde sei mit dir. Was können wir für dich tun? Klebt euch bitte nicht auf die Straße. Niemand mag Klimakleber. Selbst wenn ihr ein nobles Ziel verfolgt, bewirkt ihr absolut gar nichts damit, dass ihr euch auf die Straße klebt und den Otto-Normalbürger auf seinem Weg zur Arbeit damit belästigt. Oder noch schlimmer, auf dem Weg nach Hause. Ne? Oder noch viel schlimmer, auf dem Weg ins Krankenhaus. Klebt euch nicht auf die Straße. So, das wollte ich denen bloß mal sagen. Ich suche einen Weg, auf die Konferenz zu kommen. Wenn du nicht eingeladen bist oder zur Presse gehörst, kommst du da nicht rein. Aber ich muss der Konferenz etwas Wichtiges sagen, wenn sie die Kraftwerklizenzen verlängert. Wird etwas Schlimmes passieren. Das interessiert die doch nicht. Diesen Typen von der Konferenz geht's nur ums Geld. Und dann schieben sie noch diesen Experten, Dr. Braun, vor, von dessen Bericht alles abhängen soll. Den warum nicht Dr. Best? Und warum steht die denn noch hier, wenn eh schon alles vorher entschieden ist? Wir wollen den Leuten da drin einfach zeigen, wie viele Menschen gegen Atomkraftwerke sind. Vielleicht überlegen sie es sich ja dann doch nochmal. Was haltet ihr von dem Türsteher? Der ist voll gelassen. Der macht bloß seinen Job hier. Und dass der sie überhaupt nicht kontrolliert und fragt hier, hast du einen Presseausweis, wo kommst du her? Wir wissen eigentlich nur von einem Typen, der hier drin ist. Warum kommen da auf einmal mehrere Leute raus oder sowas? Der ist voll gelassen, ne? Was haltet ihr von dem Türsteher? Der macht nicht wirklich einen sympathischen Eindruck. Sieht aus wie ein Schlägertyp. Bisher ist er doch relativ ruhig geblieben. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ja, also, richtig. Der hier dumme Behauptung sieht aus wie ein Schlägertyp. Sie, sachlich, bleibt dabei, ja, noch hat er nichts gemacht. Also warum dann dumm anmachen, ne? Finde ich richtig so. Also, nö, hat er nicht. Also den finde ich nicht richtig. Die ist gut. Oh, heißen Kaffee für dich. Ich habe hier einen heißen Kaffee für dich. Oh, danke. Das ist aber nett von dir. Kannst du mir dafür dein Megafon kurz ausleihen? Wozu brauchst du es denn? Naja, um zu Menschen durchzudringen, die nicht zuhören wollen. Das kommt mir bekannt vor. Von mir aus kannst du es haben. Wir haben eh noch ein Ersatzgerät dabei. Sicher ist sicher. Aber bring es wieder zurück, ja? Mach ich, versprochen. Also, für wen ist das gedacht? Für die Menschenmenge hier? Damit sollten wir die Menschen endlich mal zuhören. Oh, wir schreien jetzt die Demonstranten an? Das gefällt mir. Da bin ich dabei. Ich gebe es später zurück. Vielleicht kann ich es noch gebrauchen. Ach so, nicht von hier aus, ja. Schade. Türsteher. Seinen Beruf hat er sicherlich seinem Aussehen zu verdanken. Das kannst du doch heutzutage nicht sagen. Hallo. Ja? Darf ich rein? Darf ich rein? Nur wenn Sie sich ausweisen können. Haben Sie eine Einladung zur Konferenz oder gehören Sie zur Presse? Ich gehöre zur Presse. Gut, dann zeigen Sie mir Ihren Presseausweis. Den habe ich gerade nicht dabei. Dann holen Sie ihn. Ohne Ausweis kommen Sie hier nicht rein. Tut mir leid. Hörst du Musik? Hörst du Musik? Achso, wegen den Aufsteckern. Nein, das hilft mir, mich zu entspannen. Hat mir mein Arzt verordnet, weil ich früher schnell gereizt war. Und in meinem Job ist es wichtig, ruhig zu bleiben. Dann hast du nichts gegen die Demonstranten? Im Gegenteil. Ich kann sie ja verstehen.
Zu Hause trenne ich auch meinen Müll. Außerdem ist das hier doch eine friedliche Kundgebung. Letzte Woche hatte ich Dienst bei so einer linken Demo. Was die einem da so alles an den Kopf werfen, da kommt mir jetzt noch die Galle hoch. Nur weil man keine Haare mehr hat, wird man gleich als Skinhead beschimpft. Aber das stimmt doch auch. Du hast eine Glatze. Was soll denn das jetzt wieder heißen? Machen Sie bloß, dass Sie wegkommen! Wenn ich etwas nicht leiden kann, dann Leute, die sich über meine Frisur lustig machen. Welche Fri... Ist gut, ich hab schon verstanden. Aber du bist doch Skinhead. Ja, theoretisch stimmt das, ne? Skin heißt ja nur Haut. Und Head, Kopf. Skinhead heißt eigentlich nur, dass man eine Glatze hat. Aber naja. Das ist schon gemein. Oh ja, warum bist du denn da so gereizt? Warum reagierst du so gereizt, wenn man dich anspricht auf deine... Auf meine was? Deine Ohren? Meine Ohren? Wie? Weil sie so auffallen wegen der fehlenden Haare, nicht? Nein, so habe ich das nicht. Ja, ja, das sagen sie alle. Aber ich sehe trotzdem, wie sie mir auf meine Glatze starren. Wir müssen den wahrscheinlich noch irgendwie zum Ausrasten bringen. Ich komme später nochmal wieder. Wie Sie wollen. Ich werde hier so schnell nicht weggehen. Hat wahrscheinlich ein Problem mit seinen Haaren, ne? Also nicht jeder, der eine Glatze trägt, macht das, weil er es stylisch findet oder weil es eine politische Aussage ist. Viele machen das natürlich halt, weil sie mit Haarausfall zu tun haben, kämpfen haben. Da kenne ich auch ein paar. Habe ich zumindest noch ein bisschen Glück. Mal schauen, wie viele Jahre das noch anhält. Hoffentlich noch ein paar. Aber ja, man weiß nie, was in der Zukunft kommt. Schere, Gewürzmischung. Salvador, hast du vielleicht eine Idee? Darf ich dich kurz stören? Was ist denn? Okay. Ich gehe mal besser wieder an die Arbeit. Tu das. Aber halt mich auf dem Laufenden, ja? Okay. Ob wir Oggis Pressepass vielleicht irgendwo finden können? Haltet mal die Augen offen, ob ihr irgendwo vielleicht seinen Pressepass rumliegen seht. Eine Kamera hatten wir ja auch gesehen, ne? Wo habe ich die eigentlich nicht mitgenommen? Oh, eine alte Kamera. Noch eine von denen, die nur Fotos machen und keine Videos aufnehmen. Huch. Wow, das ging ja schnell. Oh, basteln wir uns einen Pressepass? Irgendwie sehe ich dämlich aus auf dem Foto. Das ist normal. Jeder sieht scheiße aus auf Fotos. Pressepass. Hallo? Ist da jemand? La 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 la. Ich kann euch nicht hören. Zurück in eure Dimension, ihr Dämon. Ich warne euch, ich bin von der Presse. Ich kann sagen, was ich will, aber so wird er mir nicht zuhören. Foto, Schere. Es sieht für mich schon so aus, als ob es darauf hinausläuft, dass wir uns einen eigenen Pressepass bauen sollen. Aber du bist du noch bestimmt Oggis Pressepass zuerst nehmen und dann halt mein Foto, also unser Foto einfach draufkleben. Bloß, wo ist sein... Das ist ja nicht ein Pressepass? Nee. Dose? Das sieht fast so aus wie unsere Sacharit-Einheiten. Das sind Sacharit-Einheiten. Sacharit-Einheiten. Eine Zuckerdose. Sacher. Zucker. Ich nehme nur ein paar Einheiten mit. Wenn wir den Zucker schmelzen, könnten wir den vielleicht als Klebstoff benutzen. Klebrig, ne? Geschmolzener Zucker. Wo ist der Pressepass von dem? Haben wir ja alle schon untersucht. Lea. Eine Notrufanlage über dem Esstisch. Ganz wie zu Hause.
irgendwas übersehen? Sieht gemütlich aus. Sieht nicht so aus, als ob sie vor kurzem gegossen worden wäre. Also ins Cockpit können wir nicht gehen. Die Tür hat ja Augen. Gruselig. Besetzt! Hallo? Ist da jemand? Lalalala. Ich kann euch nicht hören. Ich kann euch nicht hören. Zurück in eure Dimension, ihr Dämon. Ich warne euch, ich bin von der Presse. Ich kann sagen, was ich will, aber so wird er mir nicht zuhören. Kann euch nicht hören. Na dann rede ich halt lauter. Hallo. Hier spricht Funker Faye. Kannst du mich hören? Soll das ein Scherz sein? Mach das Ding leiser. Wir kommen aus der Zukunft, um den Klimawandel aufzuhalten. Ihr wollt was? Wirklich? Er kann uns nicht hören, also benutzen wir ein Megafon. Das ist doch Bullshit. Du hast richtig gehört. Wir kommen aus der Zukunft. Wir? Ich sehe nur dich. Wir sind zu zweit hier. Salvador und ich. Und ihr seid wirklich Zeitreisende? Krass. Ich dachte, ja. Die wären immer nackt, weil Kleidung nicht mittransportiert werden kann. Wow. Und so. Nein, wir konnten zum Glück alles mitnehmen, was wir brauchten, weil wir in einer Zeitkapsel unterwegs waren. Eine Zeitkapsel? Interessant. Und wie funktioniert sowas? Wibbly wobbly, timey wimey. Euch. Das ist viel zu kompliziert, um es zu erklären. Na dann lass den langweiligen Teil doch einfach weg und spring gleich zum Spannenden. Ja, genau. Unsere Zeitkapsel wurde von einem Svensson angetrieben. Was ist denn das? Der Name des Typen, der das Ding durch die Zeit gezogen hat? Nein, Ben Svensson hat entdeckt, wie man aus Algen Energie erzeugen kann. Nach ihm wurde dann der Generator benannt, der die Zeitkapsel angetrieben hat. Ich fasse zusammen. Ihr habt also eine alternative Energiequelle in eurer Zukunft. Und die ist so stark, dass ihr damit durch die Zeit reisen könnt? Ja. Aber warum seid ihr dann gerade hier und jetzt gelandet? Weil wir euch alle unterjochen wollen. Wir wollen euch versklaven und regieren. Wir sind hier, um den Klimawandel aufzuhalten. Ja, ja, das hast du vorher schon gesagt. Aber das ist doch nur Blabla. Ich brauche Details. Ohne Details keine Story. Okay. Das ist eine gute Story. Das Kraftwerk von Indes wird in einer Woche hochgehen. Deswegen sind wir hier. Wir wollen verhindern, dass es dazu kommt, um die Zukunft der Menschheit zu retten. Unsere Zukunft. Ist das dein Ernst? Das voll Ernte. Hast du dafür Beweise? Ja. Dann zeig sie mir. Bitte, 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 bitte. Und warum sollte ich das tun? Ja, ich kann diese Story ganz groß rausbringen. Hier, mein Presseausweis. Leif Orgason, das ist mein Name. Aber du darfst mich Oggi nennen. Ich heiße Faye. Danke. Wie? Was machst du da? Verstehe, du willst nachprüfen, ob ich wirklich von der Presse bin, hm? Ja, dann nimm den Ausweis ruhig mit. Ich habe mehrere von denen. Aber komm zurück, solange die Story noch heiß ist. Okay, jetzt haben wir den Ausweis. Können wir das hier ausschneiden? Jetzt sieht das Foto etwas weniger aus wie ein Unfall. Nee, es sieht immer noch genauso scheiße aus, finde ich. Ist der Zucker drauf? Auf keinen Fall. Besser nicht. Sollen wir den Zucker erst irgendwo nass machen? An der... ist der Herd? Herdplatte schmelzen? Nee, oder? Doch! Die Saccharide sind durch die Hitze zu einem klebrigen Brei oxidiert. Die Saccharide sind durch die Hitze zu einem klebrigen Brei oxidiert. Alter! Sag doch einmal, der Zucker ist jetzt. Der Zucker ist geschmolzen oder karamellisiert, keine Ahnung. Okay, wir müssen uns so ein bisschen beeilen quasi. Wenn man zu lange braucht, verbrennt das. Schmelzen. Foto reintunken. Nee. Pass reintunken. Auf keinen Fall. Was? Was denn dann? Schnell genug nehmen, aber ist doch heiß. Kannst du doch nicht einfach nehmen. Nehmen. Das ist viel
zu heiß, um es mit bloßen Händen anzufassen. Das habe ich mir auch schon fast gedacht, aber... Aber womit denn dann? Der Gewürzmischung? Geschirr oder was? Einmal benutzt und schon weggeworfen. Schrecklich. Warum schmilzt es auch direkt auf der Herdplatte? Verstehe ich nicht. Mit dem Messer abkratzen halt. Keine Ahnung. Eine dicke braune vermutlich irgendwie. Eine dicke braune. Das klang so voll merkwürdig, ey. Also okay, echt mit dem Messer, ja. Jetzt ist die Rückseite des Fotos ganz klebrig. So, ich hoffe, das reicht. Also dieser Pressepass ist sowas von hundertprozentig absolut dilettantisch, dass der jedem sofort auf den ersten Blick, dass da jedem einfach auffallen muss, dass der fake sein muss. Erstens, der Name von dem Typen ist doch männlich, ne? Zweitens wird er wahrscheinlich auch männlich draufstehen oder sonst was, ne? Andere Sachen, die nicht passen werden. Drittens ist es einfach nur so mit einer, wie nennt man denn eigentlich diese Polaroid, ne? Mit einer Polaroid geschossenes Bild. Nicht professionell. Irgendwie klebrig mit bisschen Karamell draufgeklackst. Der Pass riecht wahrscheinlich sogar nach Karamell. Aber egal, das wird schon, wa? Wollen wir mal reingehen? Ich wusste nicht, dass Life ein Frauenname ist. Ja, das höre ich sehr oft. Life halt. Aber das Foto, das sind unverkennbar Sie, trotz dieses seltsamen Gesichtsausdrucks. Was heißt das jetzt? Darf ich rein oder nicht? Oh ja, natürlich. Gehen Sie durch. Sag Cheese. Cheese. Wir machen noch mal kurz 2 Minütchen Pause, weil ich klären möchte, wann es Abendbrot gibt. Und dann geht's hier gleich weiter. Bis gleich.